der internationale Blasmusikkongress in Neu-Ulm findet zum ersten Mal statt. Mhm. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und was hältst du von der Idee generell? Ich finde die Idee großartig. Ich finde, was die Alexandra und die Miriam in der Zeit jetzt auf die Beine gestellt haben, wirklich beachtlich. Ich habe den Blasmusikkongress, den IBK, über Facebook bin ich darauf aufmerksam geworden. Eben von den beiden Damen wurde ich eingeladen oder habe eine Einladung zugeschickt bekommen. Eben dann kurz danach auch mit der Frage, ob ich mir es vorstellen könnte, einen oder zwei Workshops dort zu geben. Mhm. Das habe ich ja jetzt auch getan. Okay. Dann generell zum Thema Blasmusikkongress. Klar, hier trifft sich die Bläserwelt sozusagen in allen Schattierungen, in allen Genres. Wie bist du zur Blasmusik gekommen? Zum Instrument jetzt? Zum Instrument. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Saxophon zu lernen, natürlich in der Blaskapelle. Mhm. In der Nähe von Ulm. Witzigerweise wohne ich natürlich hier um die Ecke. Das war eine ganz lustige Geschichte. Die Firma Yamaha fragte mich dann, ob ich eine Übernachtung schon von Mittwoch an brauchen würde. Bis Freitag. Und dann habe ich so geschrieben, nein Leute, ihr könnt alle bei mir übernachten. Weil ich wohne doch in Ulm und das ist 4 Kilometer tatsächlich von hier vom IBK weg. Also die zur Blasmusik gekommen, also die ganz klassische Ausbildung. Karriere, also als Karriere, Saxophon, genau. Eigentlich wollte man mir noch die Klarinette aufs Auge drücken. Mhm. Das war ja oft so. Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre. Hieß es dann, erstmal Klarinette lernen und dann Saxophon ist so ähnlich wie, wenn du Golf spielen willst, fängst du ja auch nicht mit Minigolf an. Oder? Also, ja, genau. Aber ich durfte dann tatsächlich mit 9 beim Saxophon starten gleich. Mhm. Musst du heute noch oft die Diskussion führen, dass das Saxophon weit mehr ist als nur ein Jazzinstrument? Kommt das schon oft davor noch? Es kommt schon gelegentlich vor und ich sage dann immer so ganz provokant, Saxophon kauft man sich, da nimmt man keinen Unterricht, das kauft man sich halt. Und gut ist, aber ein bisschen die Krux ist natürlich beim Saxophon, dadurch, dass es wirklich am Anfang spielend leicht zu bedienen ist, nehmen viele Leute wenig Unterricht und machen das sehr autodidaktisch. Mhm. Und da schleichen sich natürlich schon die einen oder anderen Fehlerchen so ein. Mhm. Du hast die richtige Ausbildung genossen mit, also erst Musikkapelle, klar, und dann Studium. Studium in München am Richard-Strauss-Konservatorium und dann war Feierabend. Dann habe ich Saxoforte gegründet. Das war so in meiner Studienzeit. Nach meiner Abschlussprüfung habe ich dann eigentlich ein gutes Stück weit vom Quartettspiel gelebt. Mhm. Das ging so bis 2002 und dann fing ich auch an, ein bisschen Unterricht zu geben, weil mir tatsächlich nur zu musizieren war mir zum einen ein bisschen unsicher und aber auch so die Tatsache, zu lehren, zu unterrichten, hat mir schon zugesagt. Mhm. So mache ich es bis heute. Mhm. Unterrichte ein kleineres Deputat und spiele dafür richtig viel. Mhm. In welchem Bereich spielst du dann? Ist das auch querbeet, also Hauptsache spielen? Ja, genau. Ich spiele Country und Western quasi auf dem Saxophon. Ich spiele natürlich so als Dienstleister oft in Sinfonieorchestern. Mhm. So zum Beispiel Münchner Philharmoniker, Bayerischer Rundfunk gelegentlich, dann in Stuttgart, natürlich mal in Ulm, in Augsburg, ebenso in meinem Umkreis, in meinem Radius, der für mich noch gut zu erreichen ist. Es macht für mich keinen Sinn, in Hamburg jetzt eine Produktion zu spielen für 2 Wochen oder für 4 Tage, das macht keinen Sinn. Ist das Saxophon oder hat das Saxophon im klassischen Bereich trotzdem noch Nachholbedarf? Also als klassisches Instrument nimmt man es ja eigentlich wenig zuvor, man nimmt es nicht wahr. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, spiele ich zwar oft diese klassischen Sachen im Orchester, aber jetzt so ein Rezital mit Klavier, das ist schon eine Weile her, dass ich so einen ganzen Konzertabend mit Klavier, so klassische Literatur gespielt habe. Mal ein Stück, ich finde, irre gute Stücke gibt es da eben für Saxophon. Ja. Es gibt auch viel, fragwürdige Literatur. Also im Studium haben wir, glaube ich,
2 Kilogramm französische neoklassizistische Kompositionen spielen müssen. Mhm. Oder waren es 2,5 Kilo? Ich weiß es nicht mehr. Es war unglaublich. Genau, aber es gibt ein paar Superstücke für klassisches Saxophon. Würdest du dir wünschen, dass das noch öfter mal in den Fokus gerückt werden würde? Oder ist das ja, okay, jetzt so ist, ja, ich meine, die Leute, ja, Angebot und Nachfrage. Wenn das Interesse am klassischen Saxophon jetzt so ein reiner Konzertabend ist, glaube ich, nicht so, ist schon ein bisschen nischenbehaftet. Und ja, so ist es, das ist so die Situation. Klar, in jedem Blasorchester spielt man klassisches Saxophon. Da kommt kein Jazz-Sound wirklich, finde ich. Du gibst beim IBK 2 Workshops. Ja. Was sind die Inhalte? Die Inhalte sind, mein Saxophon soll klingen. Wie soll es klingen? Wie bringe ich es zum Klingen? Der Workshop fängt an eben mit der Tatsache, dass man sagt, naja, unser Saxophon, das spielt sich am Anfang wahnsinnig leicht und dadurch schleichen sich doch ein paar Fehlerquellen ein und die versuchen wir zu lokalisieren und die tatsächlich anzugehen und in eine andere Richtung uns zu bewegen, sodass der Sound auch dann tatsächlich ein bisschen extravaganter wird. Ist das dann primär eine technische Frage? Ich glaube, es ist eine Kopfsache. Es ist so, wie blase ich rein, was passiert genau? Und das haben wir im ersten Workshop ganz gut erörtert, würde ich mal sagen. Klaus. Was ist beim Saxophonspielen wichtiger, die Technik oder die Emotionen sozusagen, die man mit reinlegt? Also, wenn ich so an mein Studium denke, war die Technik so an alleroberster Stelle. Und die ganze musikalische Gestaltung, das war, fand ich, da war noch Luft nach oben, fand ich. Es war halt immer dieser technische Aspekt und aber auch das Erklärende. Wie komme ich zu einer vernünftigen Technik? Wie komme ich dahin? Also mir fehlte da in meinem Lernen damals so ein bisschen so die tatsächliche Hilfestellung. Es hieß halt immer, naja, muss halt üben. Wenn es nicht geht, muss ich üben. Okay, ja, mache ich. Ich war fleißig, aber wie? Und genau das Wie, das haben wir hier eben angepackt im puncto Sound. Wie hast du das dann gefunden, dieses Wie? Ja, ich habe irgendwie das Riesenglück gehabt, natürlich damals wahnsinnig viele Konzerte spielen zu dürfen, vor vielen Menschen. Die Routine oder auch einfach mit anderen tollen Musikern mal zusammenspielen zu dürfen. Das war so die Zeit nach Saxoforte bei mir, wo ich eben die Chance bekommen habe, in tollen Orchestern mal zu spielen, neben dem Solo-Klarinettisten vom Bayerischen Rundfunk zu sitzen und dann zu hören, wow, was hat denn der für ein Sound, wie klingt denn das? Und so beinahe face-to-face mit so Menschen einfach auf einer Bühne zu sein und da spiegelt man schon sich einiges ab und quatscht auch mit den Menschen, den Leuten. Genau. Das heißt also, das Üben oder mehr Üben alleine... Alleine natürlich bringt er nichts. Das Zuhören ist dann das Entscheidende. Einfach das Glück zu haben, mit tollen Musikern auf einer Bühne stehen zu dürfen und dann so zu sehen, okay, so machen die das, alles klar. Das scheint der Weg zu sein. Ist das auch so ein bisschen, dass man das eben im Studium nicht so lernt, ist das dann auch der Zeit auch irgendwo schuld, dass man einfach die Zeit nicht hat, das alles zu lernen? Eine Erfahrungsgeschichte. Also, also ich fand in meinem ganzen Studium die Stücke A, viel zu schwer, B, viel zu wenig Zeit war da, das vernünftig vorzubereiten. Es war alles also so kommt es mir jetzt vor, 20 Jahre später, einfach ein Höllenritt durch dieses Semester durch und noch ein Stück und noch 500 Gramm französische Literatur nochmal und noch ein schnelleres Allegro-Finale am Schluss. Das irgendwann blieb die Musik und auch so die Kontrolle über das Instrument völlig. Also so ging es mir. Okay. Das hat sich dann nach dem Studium so nach und nach zum Glück gelegt. Saxophonisten, auch Klarinettisten neigen ja oft dazu, den Blättern die Schuld zu geben, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder wie es gestern noch funktioniert hat. Was sagst du dazu? Sag ich, oh, ein falscher Sündenbock. Ich glaube, die Schuld liegt tatsächlich beim Ton, beim allerersten, beim primären Tonerzeuger, nämlich dem Spieler.
meist. Mhm. Dass so Blätter mal schlapp machen, ja, kommt schon mal gelegentlich vor, aber primär ist es der Spieler oder sind wir Saxophonisten das Problem, das Blatt. Mei. Ich habe Plastikblätter ausprobiert, ich habe Holzblätter. Die funktionieren alle irgendwie auf eine Art. Mhm. So relativ konstant, dass es meistens der Spieler ist. Also im Prinzip nur eine Ausrede. Ausrede. Ja, im Winter kommt es mir schon auch manchmal vor, dass wenn die Blätter mal richtig kalt werden versehentlich, dass die dann schon anders schwingen, dass die im ersten Moment mal gar nicht mal so toll klingen. Mhm. Okay. Ohne Adolf Sachs würde ich heute auf dem Bau arbeiten. Stimmt nicht, aber natürlich einer der wichtigsten Menschen jetzt so in meiner beruflichen Karriere. Mhm. Number one in der Kette. Ja. Sehr wichtiger Mensch. Ja. Als Musiker ist man viel zu selten zu Hause. Stimmt. Mhm. Ja. Also ich muss morgen nach Elmshorn und bin so froh gewesen, dass der Anschlussauftritt in Lippstadt am Sonntag wegen Friederike ausfällt, weil das Theater nicht bespielbar ist. Und da war mein erster Gedanke, ich bin früher zu Hause. Mhm. Bravo. Mhm. Natürlich schade, dass das Konzert verschoben wird, aber genau, so primär dachte ich, wow, prima, ich bin daheim. Mhm. Okay. Sonntagmittag. Okay. Und als Saxophonist steht einem die ganze Welt offen? Stimmt so nicht. Also ich glaube, die jungen Kollegen, die jetzt fertig sind mit dem Studium, die haben es viel schwerer tatsächlich, wie ich es damals hatte vor 20 Jahren, so mit dem Studium und so. Die glücklichen Umstände, dass man so ein Quartett findet und dass es richtig vorangeht. Und natürlich war viel Arbeit, viel Organisationskrempel von mir. Viel Zeit wurde da investiert von allen natürlich. Aber ich glaube, das wurde in den letzten Jahren deutlich schwerer. Also ich beneide die jungen Kollegen nicht unbedingt. Mhm. Aber abraten, jemandem Musiker zu werden, würden Sie wahrscheinlich auch nicht. Also würden schon. Wenn es der absolut dringendste Wunsch ist, dann muss man es machen, dann muss man seiner Passion folgen. Ansonsten, wenn dem nicht so ist, würde ich mal nachdenken, vielleicht gibt es ja doch noch einen Plan B, den man verfolgen könnte. Aber wenn es der dringendste Wunsch ist, kann man es den Leuten nicht ausreden, dann müssen sie es machen. Für dich hätte es keine Alternative gegeben, oder? Für mich gab es keine. Nee. Plan B gab es nicht. Okay. Cool. Herzlichen Dank. Klaus, gerne.